Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 9. Mai 2022. Wie viel Abstand ihr zwischen euch und anderen wählt, kann ein Hinweis auf ein Bedürfnis nach Heilung sein. Für viele von euch ist Abstand gleichbedeutend mit Sicherheit. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer gesunden Abgrenzung, die aus einem Raum der Weisheit und Ermächtigung kommt, und einer Trennung, die immer noch in Angst und gefühlter Machtlosigkeit wurzelt. Es gibt einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Isolation. Was tut ihr also, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch aufgrund von ungeheilten Wunden für eine Trennung entscheidet? Erforscht den Raum. Welche Emotionen sind der Grund für das Bedürfnis nach Abstand? Warum fühlt ihr euch ängstlich oder entmachtet? Wenn ihr herausgefunden habt, welches die vorherrschende Emotion ist, die das Bedürfnis nach Abstand antreibt, schickt dem Teil von euch, der sich unsicher fühlt, Liebe, und dann schickt der Distanz selbst Liebe. Macht den Raum zwischen euch und anderen nicht zu einer Mauer, sondern zu einer Pufferzone der Liebe und Heilung, die sich positiv auf alle Beteiligten auswirken wird. Wenn ihr diesen Abstand mit der Sicherheit und dem Trost der Liebe und des Mitgefühls füllt, wird es euch viel leichter fallen, euch für die Verbundenheit zu öffnen, nach der eure Seele wirklich strebt. Mauern scheinen zwar oft eine gute Idee zu sein, aber sie halten alles fern. Wir wollen, dass ihr alles erleben könnt, wonach ihr euch sehnt und was ihr von der Verbindung verdient. Liebe, Freude, Unterstützung, Ermutigung, Freundschaft und vieles mehr. Aus einem geheilten Raum heraus werdet ihr in der Lage sein, eure Weisheit zu nutzen, um andere hereinzulassen, die euer Leben auf die wunderbarste Weise bereichern werden. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, schönes Thema, ja. Kleines Kontrastprogramm zu gestern, wobei Yeshua ja einen draufgelegt hat. Also man sollte nie vergessen, wenn ihr jetzt einfach nur rumrennt und sagt, ja, die Dunkelheit ist überall und greift mich an, ja. Ja, die Dunkelheit in euch, die solltet ihr schon noch beachten. Aber das wisst ihr ja, dieser Kanal steht ja dafür, dass man seine Schattenarbeit machen muss. Hilft nichts, ja. Hinschauen, fühlen und sich wahrhaft erkennen. Genau, das nochmal als kleinen Zusatz zu gestern, weil ansonsten wirkt es auch wie Star Wars hier, so Dunkelheit gegen Licht. Ja? Aber das ist es nicht, sondern es geht um Integration. Und zur Hilfe, also Yeshua hat uns ja gesagt, dass es weder gut noch schlecht ist, was da rauskommt. Ich sage, es ist ein anderes Licht, das wir dann ausstrahlen. Ja? Wenn wir die Dunkelheit integrieren, die Dunkelheit in uns auflösen, indem wir sie lieben, indem wir sie eben, ja, nicht vernichten. Auflösen bedeutet ja auch schon wieder so ein bisschen, ja, könnte man auch wieder falsch verstehen. Es geht wirklich darum, sie anzunehmen und sie dadurch, ja, zu integrieren und sie dadurch auch nicht mehr zum inneren, ja, Bösewicht zu machen, sondern durch die Annahme und durchs genaue Hinschauen und Verstehen und Anerkennen, dadurch wird alles anders, ja. Und ein guter Hinweis an mich war gerade bei dem Text, den ich vorgetragen habe. Ich muss mal schauen, ob er schon oben ist, weil der hat jetzt von der Verarbeitung so lange gebraucht. Nee, er ist schon da. War am Ende der Hinweis, dass man dann nicht mehr, ja, so zwischen, ich sag mal, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt hin und her pendelt, ja, dieses große Pendel hat, sondern dass man dann wirklich in so einem gleichmäßigen Wohlfühlstrom ist. Ich nenne es jetzt einfach in meinen Worten und genauso fühle ich mich. Ja?
Weil ich auch bei solchen Themen immer gleich dastehe und sage, ich muss noch was machen und ich muss noch was tun. Ich muss auch noch was tun, also nicht falsch verstehen. Aber ich habe schon viel erledigt. Ja? Im Feinen ist es schon noch da, weil ich habe euch ja mal erzählt, ich spüre diese Angst noch. Sie ist noch da und ich widme oft auch meinen Fokus dieser Angst. Ja? Um das jetzt nochmal gesagt zu haben zum gestrigen Thema. Ja? Wir sind ja da im Fluss. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei dem Thema. Ich fühle mich da erstmal angesprochen, sage, ja, ich bin ja auch hier so der einsame Streiter. Ja? Wobei, eben, das stimmt nicht. Ich fühle mich gar nicht einsam. Ich bin einfach nur oft allein mit mir. Ja? Das ist ein Unterschied. Ja? Und ich leide nicht darunter. Und genau das ist das Thema. Wenn ihr merkt, ja, das ist eigentlich das, was ich unbedingt haben möchte, und ja, aber mich, aus welchen Gründen auch immer, mögen die Leute nicht oder sie nehmen mich nicht an, ja. Also wenn ich noch ein Thema hätte, dann ist es in gewisser Weise auch ein Unsicherheitsthema im Außen, ja. Jetzt nicht so, dass ich mir hier Gedanken machen würde, was die Menschen über mich denken, wenn ich hier spreche, weil sonst würde ich es ja nicht machen und könnte es auch nicht machen. Dann würde ich mich versuchen zu verstellen. Das ist nicht das Thema, aber ich merke schon, ja, dass im Laufe der Zeit, und wir haben das ja immer noch, ja, wenn wir mit Menschen darüber sprechen, woran wir glauben oder was wir denken, dann werden wir oftmals immer noch abgelehnt, wenn es mal drauf zu sprechen kommt. Ja. Und ja, tatsächlich ist das nicht ein wunderbares Gefühl. Ja. So ist es halt. Ja. Aber es ist halt einfach auch noch so, deswegen akzeptiere ich das auch, ja, dass das so ist. Aber leiden darunter, ja, dass ich keine romantische Beziehung lebe, dass ich keine Freunde habe in der Nähe, die ich besuchen kann oder die mich besuchen, tue ich überhaupt nicht drunter. Ja. Das ist schon ein wichtiger Hinweis, dass das Thema in gewisser Weise in die richtigen Bahnen gelenkt worden ist. Aber das habe ich euch ja auch schon mal erzählt und gesagt, das ist halt eben dieser selten geborene Mystiker. Die gibt es scheinbar nicht so oft und dennoch natürlich haben wir den alle in uns, ja, weil wir sind alle miteinander verbunden, das haben schon auch alle in sich, nur sage ich mal, ist einfach ein Unterschied, wenn man 10 Jahre so lebt wie ich und immer noch nicht drunter leidet oder ob man es mal ein paar Wochen aushält, ja, und dann aber wieder froh ist, wenn man Menschen um sich hat, ja. Ich habe halt einen Auftrag, ja, Menschen um mich zu haben, ja. Also, ich habe meine Körperintelligenz bei allem gefragt, ja. Also auch bei den Podcasts und auch bei meinem Projekt in der Gaming-Szene, ja. Was ein kleines bisschen zu aufwendig war in den letzten Wochen, das möchte ich wieder ein bisschen runterfahren, aber das reguliert sich auch. Und wenn ich davon spreche, dass es aufwendig war, ja, dann sind es nicht viele Stunden am Tag, ja. Das ist mir dann schon zu aufwendig. Ja, und andererseits muss ich gucken, dass ich zumindest einmal die Woche da ein Video mache, damit die Menschen eben ja einfach diese Anwesenheit spüren, ja, dieses Bewusstsein einfach auch in ihrem Leben haben, obwohl sie sonst solche Menschen eher nicht kennen. Ja, das ist eigentlich der Auftrag. Und genau, alles drumherum soll mir Spaß machen und wenn es mir zu viel wird, und manchmal ist es mir schon zu viel, wenn ich da wirklich schon eine Stunde am Tag nicht wirklich spielen muss, aber organisieren muss. Das ist eigentlich mein Auftrag, ja. Ich spiele ganz wenig. Ich organisiere so viel, ja. Und das ist natürlich auch eng verwoben mit meinem Auftrag. Aber gut, ja. Das ist das Thema. So, ich habe schon immer kurz den Gedanken, ja, das betrifft mich auch. Und gewisserweise betrifft es mich ja auch, weil es geht ja darum, ja, gleicher Fakt, wir sind immer noch miteinander alle verbunden, ja. Was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, gilt auch jetzt. So viel dazu, ja. Aber, ja, natürlich kann es sein, dass manche von uns, und sonst würde es nicht angesprochen werden, etwas viel Abstand zwischen sich und andere Menschen gebracht haben. Und da wäre es vielleicht dran, dass etwas in die Heilung gehen darf, ja. Welche Emotion auch immer, welcher falsche Glaubenssatz über euch auch immer, dafür sorgt, dass ihr eben diesen Abstand, ja, diesen Sicherheitsabstand, wird ja auch in dem Text erwähnt, ja, gewählt habt. Das ist vielleicht etwas, was euch nicht gut tut.
weil aus dem Text, aus dem ich das mit dem selten geborenen Mystiker ja habe, was so wirklich so ein Aha-Erlebnis für mich war, da habe ich ja auch die Information gezogen, dass andere Menschen schon unter Isolation leiden, ne? Und auch bewusste, erwachte Menschen. Auch wenn es uns mal gut tut, ist das nicht die menschliche Natur in Wirklichkeit, der einsame Streiter zu sein, ne? Und Streiter, ja, da ist ja auch schon wieder so ein blödes Wort. Ja, der einsame Wolf, ja. Und auch da ist es wieder verkehrt, weil der einsame Wolf wurde ja dann vertrieben vom Rudel, ja. Und das ist auch keine gesunde Art zu leben für einen Wolf. Die sind wunderbar soziale Tiere und kümmern sich sehr umeinander. Ja, es gibt natürlich auch eine große Rangordnung und ein Wolf, wenn seine Zähne fletscht, um den anderen zu sagen, was Sache ist, dann wirkt es auf uns sehr aggressiv, ja, weil wir bestimmte Vorstellungen haben und auch vielleicht einfach zu viele Filme gesehen haben. Aber in Wirklichkeit ist das ja einfach nur eine Art, miteinander umzugehen und zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter, mein lieber Freund. Aber ja, die sind sehr sozial und brauchen einander auch. Ja? Und so sind wir Menschen auch, muss man ganz ehrlich sagen. Die meisten und die allermeisten von uns. Und natürlich hat ein Lichtarbeiter die Fähigkeit, sich auch mal zurückzunehmen und auch einmal alleine zu sein und auch vielleicht auch für eine längere Zeit alleine zu sein. Das wird aber nicht unsere Aufgabe bleiben. Ja? Das wird sich so nicht weiter gestalten lassen, weil es jetzt auch die Zeit ist des Miteinander, des Zueinanderfindens, damit sich größere Dinge ergeben können. Weil ja, ein Licht dort und ein Licht da, das ist wunderbar, aber zwei Lichter an einem Ort, da haut's der Dunkelheit den Schalter raus sozusagen. Ja, und witzigerweise, als ich den Text vorgelesen habe, ist mir nicht klar gewesen, wenn es da heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Isolation, was jetzt sozusagen das Negative davon ist. Ja, weil klar, Einsamkeit halte ich für ein Gefühl und für ein falsches Gefühl, weil es letztendlich wieder das Gefühl der Trennung ist, weil man sich wirklich alleine fühlt und darunter leidet. Ja, Einsamkeit ist ja ein Gefühl. Wenn man das Wort analysiert, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja? Was bedeutet denn, einsamen zu sein? Ja? Wenn ich einsamen bin, ja, an einem guten Ort, wo ich gut wachsen und gedeihen kann, dann brauche ich nicht noch einen Kollegen, der da auch wächst. Und also es ist einsam ist eigentlich nicht so wirklich schlecht. Ja? Isolation wäre dann ja verkehrt. Man würde dann praktisch ja, sich zwingen dazu, andere Menschen nicht zu treffen und zu sehen. Ja. Und das ist ja wieder was anderes. Und wenn man merkt, vielleicht man hat auch die Gelegenheit und dann hat man eher Angst davor, ja, ist es ja auch wieder ein anderes Thema. Ja. Wenn man dann merkt, nee, ich will das nicht. Ja. So eben diese Gefühlswelt. Also insofern finde ich das Gefühl Einsamkeit, das, was es bedeutet in unserem Sprachgebrauch, das finde ich eher negativ, ja, weil es überhaupt kein Problem sein sollte, dass man mal allein ist und man muss sich da nicht immer gleich einsam fühlen. Ja? Das wäre quasi etwas, worunter man leiden würde, ein Gefühl. Ja? Und Isolation, ja, kann jetzt so und so entstehen. Ja? Ich habe da sofort Isolationshaft im Kopf und mir macht es halt nichts aus. Ich habe es ja schon erlebt am eigenen Leib, ja. Dass ich da 3 Tage alleine in einer Zelle war, also wirklich 24 Stunden, mit einer Britsche und meinen Schuhen als Kopfkissen. Und es hat mir halt überhaupt nichts ausgemacht. Ja? Also ich hätte auch noch länger drin bleiben können, auch wenn ich gewusst habe, dass es irgendwann vorbei ist. Ja? Ist ja auch dann so ein Thema. Ja? Das kann ich euch nicht wirklich sagen, ja? Wie man sich fühlt, wenn man weiß, man kommt nie wieder wo raus. Ja? Und ob man dann verrückt wird. Das ist im Prinzip die Geschichte des Grafen von Monte Cristo, der 5 Jahre lang in absoluter Isolation eingekerkert ist, ja, natürlich auch unschuldig und verraten wurde von Freunden, angeblichen Freunden logischerweise. Ja. Das ist ja wirklich eine ganz dramatische Geschichte. Ja. Die nimmt mich auch mit. Also ich finde das eine Wahnsinnsgeschichte. Ja. Also unfassbar. Also unfairer geht's gar nicht. Ja. Und dann diese Rache und dann doch die Größe in der Rache dann noch zu haben, ja.
Ist auch unglaublich, weil er dann eben seinen Sohn trifft. Aber kommen wir mal zum Anfang zurück, besser gesagt zum wichtigen Anfangsteil, wo er eben eingekerkert ist. Und kurz nachdem er beschlossen hat, Selbstmord zu begehen, indem er nichts mehr isst, ja, da findet er dann einen Verbündeten. Ja, und das hat er gebraucht. Er hat jemanden gebraucht, der ihm diese Lebenskraft wieder zurückbringt. Und genau, ja, das brauchen wir Menschen ganz häufig. Das ist unser Naturell, weil wir ganz tief in uns wissen, dass wir alle eins sind und wir wollen das auch leben. Ja. Deswegen macht uns ja auch diese Welt so verrückt und unglücklich, die wir im Außen sehen, weil wir einfach nicht verstehen können, wie Wesen und Menschen wie wir so handeln können. Ja. Daran verzweifelt man ja fast, wenn man sieht, was im Außen geschieht. Ja. Und wir es, wie gesagt, nicht verstehen, weil wir ja alle eins sind und uns in gewisser Weise also auch alle gleichen in dem, was uns wichtig sein sollte. Ja? Und in dem, was uns auch wahrhaft wichtig ist, aber wir leben es halt da nicht. Oder einige und viele von uns leben es halt nicht. Ja? Ja, da bin ich heute auch über so einen Spruch gestolpert. Und zwar von Plato. Niemand wird mehr gehasst als derjenige, der die Wahrheit spricht. Ja? Das habe ich auch schon erlebt in meinem privaten Umfeld damals mit der Band. Ja? Als mir meine damalige Freundin gesteckt hat, dass ihre Freundin in wirklich gar nicht mehr an unserem Bassisten, der diese Frau wirklich abgöttisch geliebt hat, interessiert ist, sondern mittlerweile an unserem Gitarristen. Und das war nicht wirklich eine gute Nachricht da. Ja? Und er hat mich am selben Tag noch angerufen und sie hat natürlich von mir erwartet, dass ich nichts sage. Und am selben Tag ruft mich mein Bassist an und klagt mir sein Leid, ja, wegen dieser Frau. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ist mir jetzt egal, habe ich mir auch gesagt, was daraus für mich jetzt entsteht, ja, ob ich dann mit dieser Frau dann weiterhin zusammenbleiben werde oder nicht. Aber ich sag dir jetzt mal was, ja. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und die Band hat es damals, Gottlob, ausgehalten. Allerdings ist der Gitarrist irgendwann mal ausgestiegen und ich glaube, ja, unser Bassist war gar nicht so unfroh deswegen, dass der weg war. Das war für ihn schon eine harte Tortur. Jedenfalls, weil die dann wirklich auch zusammengekommen sind, ja, muss man auch sagen. Aber als ich das dann erzählt hatte, war die Folge, alle waren auf mich sauer. Ja. Mein Bassist hat mir nicht mehr geglaubt, weil seine Freundin, noch Freundin, ihm etwas komplett anderes erzählt hat. Und natürlich meine damalige Freundin war stinksauer, dass ich das weitererzählt habe. Und alle haben dann irgendwie sich gegenseitig weiterhin angelogen und gesagt, ja, der Wolfgang, der spinnt. Das war eine schöne Aktion, ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, sollst du dich echt immer so einmischen in solche Geschichten, ja. Aber ich habe das einfach gefühlt in dem Moment und habe gesagt, ist ja ein Freund, den ich schon so lange kenne. Und ja, soll ich dem jetzt vorgaukeln, dass ich nicht Bescheid wüsste, ja? Und ihn nicht in gewisser Weise warne davor, was da auf ihn zukommt, ja? Gut, ich hatte mich entschieden und dann, ja, war es soweit. Aber ja, ich weiß auch nicht. Die Menschen mögen halt die Wahrheit nicht besonders, ja? Und ich war schon immer sehr wahrheitsliebend, obwohl ich wirklich sehr gut flunkern kann, ja? Also, wie oft ich geschwänzt habe, und was ich alles unternommen habe, um so wenig wie möglich in der Schule zu sein, ja, ich war schon beim Arzt gesessen und habe dem Symptome vorgetäuscht. Ich habe aufs Fieberthermometer geklopft, weil ich gemerkt habe, als es noch diese Quecksilberthermometer gab, dass man, wenn man draufhaut, dass das steigt. Und dann habe ich aber nicht gewusst, wie oft man da draufhauen muss. So ganz leicht, so oben drauf, so draufschnalzen, so mit dem Daumen, ja, so. Und ich habe aber nicht gewusst, wie oft man das machen muss. Und meine Mama war dann schon misstrauisch. Und ich saß bei der in der Küche und sie hat im Prinzip kontrolliert, dass ich auch wirklich regulär Fieber messe und nicht irgendwie zu einem warmen Wasser gehe oder so. Ja. Und dann hat sie das Fieberthermometer genommen und dann war es halt absolut Todesurteil. So ging es mir aber nicht, ja. Also ich hätte schon eigentlich weg sein müssen. Ja, aber sie hätte mir nichts anfangen können, ja. Sie hat nicht verstanden, wie das gehen konnte, weil sie mich ja kontrolliert hat. Sie hat mich auch nicht aus den Augen gelassen, ja. Aber so ganz leicht diesen, ja, das konnte ich machen.
Also ich habe schon auch Faustdick hinter den Ohren gehabt, wenn ich was nicht wollte, ja, partout nicht wollte, ja, dann habe ich schon irgendwie geguckt, wo ich bleibe. Und klar, heute ist mir bewusst, ja, ich habe mich da natürlich gegen etwas gesträubt, was ich wirklich nicht wollte, ja. Ich habe Schule einfach nicht gemocht, ich mag es heute noch nicht und das ist auch die mitunter, ja, schrecklichste Institution, die sich der Mensch ausgedacht hat, weil wir da wirklich unsere Kinder und unsere Menschen, muss man ja sagen, ja, zu einer Art Bioroboter umerzieht, ja. Bloß nicht selbst denken, ja. Buchseite so und so, da steht's. Halt's Maul. So, ja, habe ich Schule erlebt und das habe ich einfach nicht gewollt, ja. Und meine Freundin findet es auch immer wieder merkwürdig, wenn ich hier so ein paar Sachen erzähle, ja, was ich da so erlebt habe. Wir haben einfach nur so aus Spaß mal drüber gesprochen, übers in die Ecke stellen, ja. Und ich war halt damals schon auch, ja, immer oft abgelenkt und ich musste mich ab und zu mal in die Ecke stellen, nicht weil ich irgendwas Schlimmes gemacht habe, sondern einfach, weil ich nicht so aufgepasst habe, ja. Dann stand ich in der Ecke, ja, hinter der Klasse allerdings, nicht vor der Klasse, ganz so schlimm war es nicht. Und wenn der Lehrer gesagt hat, jetzt könnte ich mich wieder setzen, habe ich mich sauber bedankt, ja. Das haben manche meiner Schulkameraden so krass gefunden, ja, dass ich mich dann auch noch bedanke, ja, dass ich da nicht sauer bin, ja. Weil ich habe es dann einfach nur hingenommen, ja, dass das einfach ein Schwachsinnsladen ist, ja. Und manchmal wünsche ich mir, ja, es gibt so einen Film, der Butterfly-Effekt, wo er mit seinem Bewusstsein reisen kann in verschiedene Situationen, um dann etwas zu ändern, ja, in der Vergangenheit, was dann auf die Zukunft Auswirkungen hat. Und abgesehen davon, ja, es ist ein bisschen wirrer Film, aber auch wirklich schöne Fantasy. So ist es, so funktioniert es halt nicht, aber egal, ja. ich wünschte mir schon manchmal, dass ich in bestimmten so Situationen, die ich erlebt habe, mit meinem heutigen Bewusstsein, ja, in diesen kleinen Wolfgang gleiten könnte und dann meinem Lehrer mal so richtig Paroli bieten könnte und dürfte, ja. Da hätte ich mal richtig Bock drauf, ja. Die hätten keine Freude mit mir, das sage ich euch, ja. Da habe ich so ganz leichte, und zwar jetzt nicht insofern, als dass ich dann irgendwas Schlimmes machen würde, aber ich würde natürlich ihm absolut ebenbürtig sein, ja. Ich könnte immer ein Argument finden, wo dem anderen dann der Mund offen stehen bleibt. Weil ich einfach auch sagen könnte, was das für ein Schwachsinn ist, den die da machen, ja. Das will ich einfach mal sagen, ja. Als Schüler würde ich gerne mal aufstehen und sagen, hallo, geht's noch, ja? Seid ihr noch ganz sauber? Was macht ihr denn hier für einen Schwachsinn mit uns? Ja, gut. Das ist so eins der Rachegelüste, wenn ihr es so nennen wollt, die ich noch habe. Aber ja, eben ohne, also bloßstellen den Lehrer von der Klasse, ja, da hätte ich schon Lust drauf, aber ohne jetzt irgendwie ausfallend zu werden, gar nicht, ja, sondern einfach souverän sein, ja. Und natürlich war ich damals, ja, und am schlimmsten war es wahrscheinlich, als ich ja ins Teenageralter kam, ja, da war ich nicht souverän, ja. Da war ich zwar nicht blöd und nicht auf den Kopf gefallen, aber in den Situationen fühlte ich mich natürlich auch eingeschüchtert und so weiter und so fort. Ich hatte auch Angst und Respekt vor Lehrern. Also es hat dann schon alles immer so mit reingespielt. Und das könnte ich heute natürlich ganz anders. Ja, ja. Aber gut. Ja. Es wird ein Wunschtraum bleiben. Ja, kann man nichts machen. Ja, ich kann mal ein Buch drüber schreiben. Aber ich muss erstmal das erste Buch fertig schreiben. Ja, dann natürlich das Verlassenwerden grundsätzlich. Das spielt natürlich eine große Rolle. Alle von uns haben ja schwerwiegende Trennungen vermutlich hinter uns. Ja. Ob uns das sehr bewusst ist oder nicht. Aber das spielt sicher auch eine Rolle. Wenn man sich wirklich mal tief auf jemanden eingelassen hat, und dann geht das vorbei, ja, dann zerbricht das. Das ist schon sehr wirkungsvoll, ja. Und vielleicht ist ja auch der Grund dieses ersten großen Liebeskummers, wenn ihr euch erinnert, ja, vielleicht ist das ja auch die natürliche Reaktion. Und wir haben danach gelernt, mit Trennungen besser umzugehen, aber vielleicht auch deswegen, weil wir uns nicht mehr so tief eingelassen haben. Und da spreche ich jetzt auch viel über mich. Das mag wirklich so sein. Ja. Ich war immer so ein bisschen auf alles vorbereitet. Und gut, heute würde ich das vermutlich anders machen und anders zulassen und es auch gar nicht mehr anders wollen. Das ist ja auch wieder eine Einstellungssache. Aber gut, ja. Das ist ein anderes Thema. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, ja, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein. Bis dann. Ciao, Servus. Wuhu!
der Tee ist fertig. Yippie! Thank you.